Diamanten in Minecraft sind ja schwer zu finden. Doch habt ihr euch schon mal gefragt, was diese großen blauen Eier eigentlich wert sind? Ja, also eigentlich nichts. Aber was wäre, wenn wir sie wirklich mit Real-Life-Klunker vergleichen würden? Wir wissen, dass ein Cube in Minecraft ein Kubikmeter sein soll. Das bedeutet, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter ist ein Kubikmeter, ist 100 Kubikzentimeter. Ja, sind wir noch alle da? Noch ist ja noch easy. Laut dem Internet liegt die Dichte von Diamanten bei 3,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Ist somit dichter als Ron Bilecki. Sorry, der war scheiße. Okay, zurück zum Thema. 3,5 Gramm Dichte mal 100 Kubikzentimeter sind dann genau 3500 Kilo pro Cube und geteilt durch 9 dann etwa 389 Kilo pro Diamant. Also circa so schwer wie 17 E-Bikes oder eine kleine Kuh. Und das wären 1.945.000 Karat. Da man den Wert von Diamanten auch an der Form, Farbe und der Transparenz bewertet, haben wir den Minecraft-Diamanten als eher schlechten Diamanten eingestuft. What the fuck is this piece of shit? Die Farbe ist ein positiver Faktor in der Preisbestimmung. Also berechnen wir, 1 Karat Light Blue Diamond ist 52.560 Euro wert. So on average, ungefähr. Und das nehmen wir jetzt mal die bereits berechneten Karat. Und boom, 102.229.200.000. Viel Spaß mit dieser Information. Ach ja, und wenn ihr wissen wollt, wie viel eine Full Body Diamond Armor kostet, dann rechnet diese Zahl mal 24. Das sind dann 2.453.500.800.000. Also ungefähr das, was Jeff Bezos eine Woche vor Weihnachten macht. Ein Kohleblock zum Beispiel hat nur einen Wert von 130 Euro. Das sind nicht mal 20 Döner. So, genug gerechnet, ich kann nicht mehr. Aber mit wem ihr rechnen könnt, ist mit der Deutschen Vermögensberatung. Denn wie auch immer du dein Leben leben willst, die Finanzcoaches der Deutschen Vermögensberatung helfen dir, die richtigen Entscheidungen bei allen Finanzfragen zu treffen. Link ist in der Description. Vielen lieben Dank nochmal und danke euch fürs Zuschauen. Bussi aufs Bauchi.